Der Sumsemann fliegt schon seit Generationen, also vielmehr seine Anverwandten, seine Vorverwandten fliegen seit Generationen durch die Gegend auf der Suche nach zwei Kindern, die noch niemals ein Tier geärgert haben. Und Anneliese und Peter sind diese zwei Kinder, die noch niemals ein Tier gequält haben. Also eigentlich müsste es Peterchens und Annelieses Mondfahrt heißen, wenn man es genau nimmt. Um mit denen auf den Mond zu fliegen, um das sechste Beinchen, das dort beim bösen Mondmann auf dem Mond gelandet ist, zurückzuholen. Traumreise, wir fliegen zum Mond und zurück. Traumreise, es fehlt nur noch ein kleines Stück. Ich spiele den Peterchen oder den Peter in Peterchens Mondfahrt. Peter ist ein kleines Kind, der zusammen mit seiner Schwester Anneliese den Maikäfer findet, der plötzlich in dem Zimmer rumfliegt. Genau, Anneliese ist genauso mutig oder manchmal sogar mutiger als Peter. Die helfen sich gegenseitig. Ja, behauptet zwar, ein furchtloser Maikäfer zu sein, ist er aber nicht. Er macht sich eigentlich von Anfang bis zum Ende die Maikäferhosen voll. Und ohne diese beiden mutigen Kinder würde er es wahrscheinlich nicht schaffen. Bei Anneliese ist alles in Rot eingerichtet und mehr mit Puppen und bei Peterchen ist es blau und mit Rittern und irgendwie Eisenbahn und so. Das ist noch klassisch, aber eigentlich, wenn das Stück dann losgeht, merkt man, dass die ja kein in dem Sinne kein Mädchen mehr ist, was Angst hat. Sie möchte dann auch Ritter spielen und ist auch stark. Eine große, weite Reise Richtung Mond. Das Mondmobil fahren, ganz wichtig. Kann auch viel besser fahren als Peter. Peter, so ein Kind, er mag Ritterspiele, er mag Autos, er mag Eisenbahn, so ein richtiger kleiner Junge, der da auch voll drin aufgeht, spielt auch mal mit seiner Schwester Ritter und Burgfräulein und findet das sehr spannend, dann mit dem Mondmobil rumzureisen und irgendwelche Wesen zu begegnen. Diese Angst, die der Maikäfer hat, die treibt ihn natürlich permanent nach vorne. Und das ist ein bisschen anstrengend, durchaus, ja. Und dann trifft er noch den Weihnachtsmann und fast sogar den Osterhasen. Und das alles findet Peterchen sehr spannend. Das Stück kann man sich angucken, wenn man gerne ein poetisches Stück zur Weihnachtszeit sehen möchte. Dass man die Tiere nicht quälen soll, ist so ein bisschen moralisch mit dabei, aber ich finde, das wird jetzt nicht mit erhobenen Zeigefingern gespielt, sondern macht einfach Spaß und ist, glaube ich, ganz spannend. Es ist alles ist lustig, es ist aufregend, man kann auch ein bisschen Angst haben manchmal, glaube ich. Ja, alles mit dabei, was ein Märchen braucht. Es macht Spaß, einmal, weil man wieder so in dieses Kindliche reinkommt, was man ja auch im Alltag immer mehr verdrängt und leider, muss man sagen. Und ich war früher sehr gerne Kind und bin auch heute noch sehr gerne Kind. Und diese Rolle ist einfach eine Chance, nochmal das Kind zu leben. Der Mondmann ist gruselig. Aber das muss natürlich auch sein, denn darauf baut er das ganze Stück auf, dass es im großen Showdown dann sich herausstellt, ob der Mut reicht von den beiden Kindern. Der Sumsemann will eigentlich ständig während der ganzen Reise immer wieder nach Hause. Ob der Mut reicht, um den Mondmann zu bezwingen mit Hilfe der Naturgeister und der Fee der Nacht, wo er eben auch sicher sein wird. Es sind ganz viele verschiedene Bilder, es passiert unglaublich viel auf der Bühne, es wird getanzt, es wird gesungen, es wird Theater gespielt, es passiert unglaublich viel und man kann unglaublich viel für sich auch entdecken, auch in der Geschichte und in den Figuren. Alle zugucken, Anneliese und Peter anfeuern, gucken kommen, gucken kommen, gucken kommen, gucken kommen.